Hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen Folge Production Line. Hier wieder in unserer kleinen, feinen Autofabrik. Nachricht vom leitenden Geschäftsführer, das passt ja wieder. Oberklasse-Limousine scheint zu teuer zu sein. Okay, da stehen 9 Stück. Alles Oberklasse oder was? Da müssen wir nochmal nachgucken. Was ist denn da los? Was ist hier los? Die sind zu teuer, mal wieder. Könnten wir eigentlich so unten lassen, ne? Dann der Luxussportwagen war auch ein bisschen zu teuer, glaube ich. Machen wir auf so runter, dass die Dinger direkt verkauft werden. Alle haben natürlich wieder Mängel, wie immer. Wir haben jetzt auch wieder irgendwas erforscht hier, sehe ich gerade. Touchscreen-Bedienung, sehr gut. Das tun wir natürlich direkt wieder hier reinpacken. In die obersten. Rein da und gucken, was wir als nächstes erforschen können. Was können wir jetzt machen? Spracherkennung, Indie-Unterstützung per Bluetooth. Wir haben bald alles. Wir haben einen Xenon-Scheinwerfer hier. Die sind schick. Die sind richtig schick. So, wir müssen jetzt mal gucken. Hier fängt es wieder an, sich langsam zu stauen. Wenn man ein bisschen rausscrollt, dann sehen wir das. Vor allem hier. Hier geht's los. Wir brauchen Kohle, um das hier umzubauen. Das heißt, hier rein. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, was die Teile kosten. Ob wir dafür genug Geld haben. Wir müssen ja alles mal 3 rechnen. Lackierung. Machen wir auf. Und Jungen auftragen? Nein. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Was ist mal los? Was ist das hier? Grundierung auftragen. Okay, so. Das heißt, sagen wir mal 15.000, 17.000, sind wir bei 20. 25, 32.000, 42.000, 46.000, 47.000, 57.000, 67.000, sagen wir mal so 70.000. Lack polieren, dieser Slot wurde noch nicht erforscht. Okay, also sagen wir mal so 70.000, das heißt 300.000 bräuchten wir hier mindestens. Die Halle ist ja groß. Hier brauchen wir auch nicht so viel, was importiert wird, ne? Da müssten wir gucken, wie wir das machen. Das ist jetzt die Frage. Nee, hier will ich es nicht reinklatschen, das wird mir zu eng dann. Das wird mir zu eng. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das heißt, das Ganze dreimal, ja, das waren 300.000. Ich schätze mal, so 1 Million würden wir locker brauchen. Wollen wir das jetzt machen? Wir machen im Moment nur Minus, Minus, Minus hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der Kredit ist noch 1,36 Millionen plus 57.000 Strafe, wenn wir ihn sofort zurückzahlen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Sekunde mal hier. So war der Desktop-Audio aus. Halb so wild. Ist ja nur ein bisschen Musik. So. Düdeldudu, was erzählt er? Viel weniger Fahrzeuge im Oberklasse-Sportwagensegment produzieren. Ja, wie weniger kann ich nicht machen. Da muss ich ihn ausmachen. Aufwertung, nö. Zeitplan ändern. Wir machen nur einen hier. Geht's noch weniger? Nein! Dann müssen wir noch irgendein anderes Auto reinnehmen. Aber dann wird's wieder lustig. Wir müssen hier was machen. Wir müssen hier was machen. Alle Slots upgraden, auf jeden Fall. Die hier sollen das werden. Ja, danke. Was können wir hier wieder im Autodesign ändern? Wir haben hier bald alles, ne? Wir können nur noch die Kühlergrille erforschen. Okay, das heißt, hier sind wir fast fertig. Bei den Prozessen ist halt nur das ganze Zeug zum selber produzieren noch fast. Gucken wir mal gerade. So, was haben wir denn hier? Forschungszentrum, fortschrittliche Produktion. Metallrohlen. Exportspezialisierung. Da müssen wir auch mal machen. Hier Rapid Shipping und so, dass wir mehrere Das machen wir jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind mit den Xenon-Scheinwerfern. Aber zur Not müssen wir noch. Aha, wenn man da auf E drückt, ist das auch hier. Okay. Zur Not, dann gib mir die Halle hier. So. Machen wir folgendes: Wir tun jetzt Fundierung. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Sagen wir mal die Höhe. So, Grundierung auftragen. Diesmal tun wir das alles hier so ordentlich hinmachen. Ich weiß, keine Verbindung. Lack auftragen. Lack trocknen. Dann haben wir hier oben noch Platz für polieren, wenn wir es denn dann haben. Das Ganze jetzt nochmal. Wäre schön, wenn man das jetzt so markieren und einfach copy-pasten rüber könnte. Das wäre super. Machen wir das hier nochmal. So. So. So, und so. Dann nochmal die Grundierung. So, sag mal, passt die nochmal daneben. Wir haben genau einen frei. Genau einen. Dann komm her, ist mir egal. Modelle bearbeiten. Obwohl, brauchen wir noch gar nicht.
Option anwenden. Jawohl. Neue Forschung wollten wir jetzt bei den Prozessen Dingens holen hier. Wo war's? Ja. Ja, Elektroantrieb, nein. Windschutz, Importprioritäten auch nicht. Intelligente Anschlüsse, hier Exportspezialisierung. Das wollte ich haben, damit wir hier mal auch Autos exportieren können. Gut, wir brauchen es noch nicht. Jetzt Grundierung trocknen, Lack auftragen und Lack trocknen. Dann wissen wir nur, dass wir genau hier außen lang laufen müssen. So, da ist noch einer, ne? Ja. So, dass wir hier schön durchkommen. Dann gehen wir einfach hier lang jetzt. So, der geht hier durch, der geht hier durch, der geht hier durch. Jawohl, und dann können wir den hier so, 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 so. Exportieren möchte ich hier eh nichts. Bis hierhin. Müssen jetzt gleich mal Pause drücken. Und die da verteilen. Aber vorher müssen wir hier noch alles aufwerten. Eieiei. Das wird das Teure, ne? Alle kaufen, alle Slots upgraden. Warum tue ich eigentlich immer alles einzeln machen? Ich bin Vogel, ne? Ich bin Vogel, du. Jetzt können wir hier natürlich noch Ressourcen importieren. Und zwar da. Dann brauchen wir noch das Förderband. Das muss dann natürlich hier runter. So, von hier. Ja, genau, genau. Das ist ein Schwachsinn. So, und hier unten ist auch noch ein Förderband. Das kann man dann auch noch so dran machen einfach. Hup, bitteschön. So, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Jetzt müssen wir erstmal gerade Pause drücken. Weil muss alles weg hier. So und so. Das muss weg. Schade um die Autos, aber Pech gehabt. Gibt ja immerhin wieder ein klein bisschen Geld. So, gucken, was jetzt wieder fehlt hier. Mal so und dann hier dran. So, hier dran. Nee. So, hier dran. Sind alle miteinander verbunden? Noch nicht. Heißt hier dran. Hier dran. Da oben dran. Und dann so da dran. Habe ich ihn da gemacht wieder? Ist doch Blödsinn. Dann mach mal so. So, dann kommt der hier runter. So, um eine Ecke hier dran. Dann hätten wir nämlich auch schon hier die Farbe geoutsourced in eine andere Halle. Und wenn es zu viel wird, die sich hier wieder stauen, können wir hier noch eine vierte neben machen. Das ist doch schon mal super. So, schmeiß wieder an. Bin ich mal gespannt, was sie hier alle machen. Sie verteilen sich auf jeden Fall schon mal überall. Das ist super. Gefällt mir. Die kommen da an. Die haben jetzt erstmal hier Ruhe. Da können sie nochmal. Wenn die dann leer sind, machen wir erstmal hier. Danke. Mann. So und so. Optionen anwenden. Machen wir hier erstmal einen weg. Dass die hier stehen. Ich will, dass die hier wegkommen. So, was ist hier los? Nächster Slot nicht gefunden. Was fehlt denn? Ach, wahrscheinlich, weil hinten kaputt ist, ne? Lassen wir die erstmal. Woo! Erstklassige Autoproduktion. Was haben wir denn geschafft? Voraussetzung zum Kauf in einem einzigen Spiel 1000 Fahrzeuge zu einem Preis von $25.000 oder mehr. Yeah, sehr gut. Ich will, dass die hier leer werden. Dann können wir die hier abreißen, weil es ja Blödsinn, wenn die lackiert durch die Lackiererei fahren, ne? Das ist ja Mumpitz. Müssen wir nur gerade warten, bis die fertig sind. Dann können wir die hier auch wieder so ordentlich anschließen. Wir lassen ruhig den Weg hier weit. Aber erstmal müssen die da raus. So, komm. Bist du fertig? Jawohl. Weg. 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 Hinten können wir auch schon wegmachen. Dududu, da kommt er wieder und nervt. Dududu. So, nochmal Pause. Jetzt machen wir alles ordentlich weg hier. Abreißen. Und zwar so. Ne, den nicht. Der bleibt. So und so. Das Gemüse hier kann weg. Das kann weg. Jetzt brauchen wir das Förderband wieder hier. Ach, nicht da. Nervt nicht. So, und dann da dran. Das Ganze muss natürlich wieder hier verbunden werden. So dran. Das ist verbunden. So langsam wird es alles ein bisschen entzerrt, ne? Und wir können auch mehrere machen. Können wir gleich vielleicht sogar noch mal gucken. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier natürlich wieder einen riesen Stau, weil wir gerade die alle hier
sich haben stauen lassen. Haben wir bei den Prozessen? Nö, die sind auch dran. Autodesign hier, die Kühlergrille. Die Kühlergrills. So, die donnern jetzt natürlich hier durch. Jetzt könnte man schon fast überlegen, wenn wir wieder ein bisschen Kohle haben. Ein neuer Kredit ist verfügbar. Nee, danke, lass mal. Wenn wir wieder ein bisschen Kohle haben, hier auch schon eine zweite Reihe reinzumachen. Und das alles nur mit einer Produktion hier, ne? Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Hier habe ich übrigens jetzt auch schon mal ganz vorne zwei gemacht. Damit es ein bisschen schneller geht, habt ihr recht, das staut sich hier, aber das sieht man so gut wie gar nicht. Weil wir halt da nur diese kleine, die kleinen Achsen liegen haben und so weiter, ne? Wo noch nichts dran ist. So, jetzt stauen die sich nämlich hier. Und die sind alle auf Maximum, ne? Oder können wir die nochmal Aufwertung alle kaufen? Ah, mach mal. So, jetzt haben die alle vier hier. Ich hoffe, es geht was schneller. Die haben zwei und zwei. Ja, nicht wirklich schneller geht das. Nicht wirklich schneller. Nicht wirklich schneller. Hm. Okay. Dann müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen. Also hier braucht man definitiv auch eine zweite Reihe. Aber das kriegen wir jetzt nicht hin mit dem Geld, was wir noch haben. Das ist schade. Das ist echt schade. Konkurrenz hat elektrische Sitze erforscht. Diese Technologie ist nun weniger selten. Ja, das macht nichts. Uns geht's gut hier. Wie man sieht, hat sich der Stau am Paint-Job hier schon so gut wie aufgelöst. Das ist nur eine Frage von Minuten. Jetzt haben wir den Stau hier. Also, es verschiebt sich immer zur nächsten Station, zur nächsten Station, zur nächsten Station. Wir könnten mal gucken für die Werbung. 900.000 kostet das. Puh. Gefühlte Qualität 88%. Markenbewusstsein 0. Würde gerne mal Medienwerbung hier machen. Ja, aber wie wir sehen, 900.000 piepen. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. So, das heißt, wir könnten jetzt mal hier hingehen. Gucken wir mal wieder. Name, Stil, Preis. Ist mir gerade egal. Marktanalyse. Hier möchte ich wissen, wo wir die meisten verkaufen könnten. Hier 5 Stück. Pickup Mittelklasse. Machen wir doch mal ein Mittelklasse-Pickup. So, ja. Bitte einmal. Mittelklasse-Pickup. So, der soll dann auch hier Mittelklasse kosten. Und dann müssen wir gucken, was ist hier? Alarmanlage. Auf diesem Preisniveau ist dies eine Standardausstattung. Okay. Grün nicht. Bitte Touchscreen. Gerne. So, was bräuchte der sonst noch? Ein Beifahrer-Airbag ist enthalten. Stabiles Dach. Gewöhnlich. Sonnendach. Ja, kannst ein Sonnendach reinmachen. Bitteschön. Das muss natürlich rein. Das muss rein. Das muss rein. Das muss rein. Hier, keine Musik. Geht natürlich auch gar nicht. Da muss eine Premium-Soundanlage rein. Ja, machen wir eine Premium-Soundanlage. Da freuen die sich. Reifen mit. Schmeiß mich weg. Ja, mach mal so. Wollen hier voll den Proleten-Karren haben. Gewöhnlich Standardscheinwerfer oder geht auch Xenon? Geht auch Xenon, aber dann wird es natürlich teurer, ne? That's the problem. Zentralverriegelung auch. Und dann hätten wir den Mittelklasse-Pickup. Den wir erstmal auf, sagen wir mal so, 12.000 machen. Den können wir dann noch hier ins Sortiment aufnehmen. So, wo ist hier Zeitplan ändern? Eintrag Mittelklasse-Pickup aufnehmen. Wir machen natürlich immer weniger von den anderen. Aber was soll's? Oberklasse-Limousine machen wir sowieso nur noch eine. 2,73, Kompaktwagen. 5,46. Aber das passt. Oh, sieht doch gut aus. Alter Falter. Alter Falter. Okay, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle für eine zweite Produktionsstraße hier. Anders geht's nicht. Guck dir das mal an, wie sich das rückstaut. Wie sich das rückstaut. Das staut sich bis hierhin zurück und dann noch weiter und nichts geht mehr. Dann staut sich alles zu. Aber wie gesagt, für die Kohle kriegen wir das nicht. Keine Chance. Es sei denn, erstmal gucken. Das ist ja alles hier. Danke, Exportforschung. Wähle nächste. Was haben wir jetzt hier? Rapid Shipping. Machen wir mal. Gerne. Bitteschön. 8200. Sind die verrückt? Lass mal gucken. Was kommt nach dem, nach der Lackierung? Alles ab. Hey, ich komme nicht dazu, mal was zu machen hier. Optimierung anwenden. Bitteschön. Dann jetzt kriegst du den noch Grill und dann bist du fertig. Kriegst du den noch Grill, ey?
Kann ja mal gucken. Förderband hier war lackieren, das nächste ist Motor. 95.000. Wenn wir ein einzelnes Motor-Ding hier hinmachen, könnten wir das machen. Wir hauen das mal hier so hin. Gucken, ob das was bringt. So, dass auch ein paar dahin gehen. Wir können das ja dann hier komplett kaufen. Haben natürlich nur stinknormale Sachen. Da müssten wir gucken, wer da hinfährt. Wenn die dann da ankommen, oh, das geht nicht. Und deswegen fährt da keiner hin. Hat sich das natürlich erledigt, ne? Aber so könnten wir schon mal... Danke, Autos der Extraklasse. Heute hagelt's aber Errungenschaften, du. Uiuiui. Verkaufe 500 teure Autos in einem einzigen Spiel. Sehr gut. Einfach um hier schon mal so ein bisschen wenigstens den Druck rauszunehmen, ja? Voraussetzung zur nächsten Slot nicht erfüllt. Windschutzscheibe montieren. Okay. Also hat sich das erledigt. So geht's nicht. Wir müssen das jetzt echt komplett... Ach, das ist der Innenraum hier, ne? Guck, das ist hier, oder? Mal gucken. Nix Licht importieren. Scheinwerfer. Lenksäule, Reifen, Räder, Bremsen, Auspuff, Kühler. Wo ist denn die Windschutzscheibe? Antriebsstrang. Bin ich besoffen? Lenkrad. Ah, Lenksäule. Was will er? Müssen weniger Fahrzeuge in der Oberklasse. Der will immer nur weniger Fahrzeuge in der Oberklasse montieren. Aber nichtsdestotrotz, da ist die Windschutzscheibe. Das heißt, Pustekuchen. Okay, das muss wieder weg. Mach ich dann weg. Du kannst mir deine Ideen noch in die Kommentare schreiben. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, falls noch nicht geschehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.